Die Älteren verstehen die Jüngeren nicht mehr. Das ist erstmal nichts Neues. Doch dieses Mal geht es um mehr als um Klamotten und Redewendungen. Jugendliche nutzen den Lebensraum Internet auf eine völlig andere Weise als ihre Eltern. Und die Orte im Web, die sie gemeinsam besuchen, werden immer weniger. An Facebook etwa mussten sich viele Menschen über 40 erst mühsam herantasten. Nur um jetzt zu erleben, dass viele Teenager es dort langweilig finden. Lia beispielsweise. Viele meiner Freunde haben gar kein Facebook mehr, die sind da gar nicht aktiv, weil es einfach unnötig ist für einen, überall angemeldet zu sein und man ist gar nicht da sozusagen. Viele benutzen nur noch WhatsApp oder Snapchat und ja, sind einfach gar nicht mehr auf Facebook. Lia verschickt ein Bild per Snapchat. Ihre Freunde können die Nachricht nach dem Öffnen 10 Sekunden lang ansehen. Dann löscht sie sich von selbst. Spontane Partybilder sind mit Snapchat kein Thema mehr. Im Gegensatz zur gängigen Annahme bedeutet Jugendlichen ihre Privatsphäre viel. Und sie überlegen sich sehr wohl, was über sie im Netz zu finden sein soll. Auch deshalb erlebt Snapchat einen Boom. Täglich laden die Nutzer 700 Millionen Fotos über die App hoch. Mehr als die Hälfte der User sind zwischen 16 und 24 Jahre alt. Und sie benutzen Snapchat praktisch immer und überall. Ich nutze Snapchat täglich, ich würde sagen sogar stündlich. Ich dokumentiere eigentlich so gut wie alles, was ich mache. Es ist so definitiv spontan. So, wenn ich irgendwas Witziges sehe, es ist gerade am U-Bahnhof jemand, der schöne Musik macht oder so, mache ich kurz ein Video davon und sage, hey, hör mal, hier ist das Lied, was wir letztens gesungen haben oder ich weiß nicht, irgendwie sowas. Ständig vernetzt sein, Ströme von Bildern und Gedanken, permanenter Austausch mit den Freunden und damit verbunden, das Gefühl, nie wirklich einsam zu sein, das sind wesentliche Bauteile vom Netz der Jungen. Die Elterngeneration steigt spätestens bei Snapchat aus. Nur sehr wenige von ihnen nutzen die Bilder-App. Digital Immigrants, also Nutzer über 30, finden sich in den schnellen, bunten Apps nur schwer zurecht. Einige Forscher glauben, das liegt an einer veränderten Wahrnehmung der Digital Natives, die mit dem Smartphone in der Hand aufgewachsen sind. Dennoch versuchen immer mehr Ältere, das Netz der Jungen zu erobern. Der Journalist Thilo Kasper arbeitet für die Memeschleuder BuzzFeed. Und er hat ein eigenes Snapchat-Format für das Fernsehen entwickelt. Er rät den alten Medien zur Vorsicht bei ihrem Vormarsch, um junge Nutzer nicht zu vertreiben. Ich glaube, das Ziel ist ganz oft, diese junge Zielgruppe abzufangen. Es ist aber die Frage, ob das auch gelingt, ob man durch diese Anbiederung wirklich sein Publikum erreicht oder ob man ein ganz neues Publikum auch in diese App lockt. Und am Ende ist es dann vielleicht so wie bei Facebook, dass man auch bei Snapchat eines Tages der eigenen Oma begegnet. Immer mehr einstige Rückzugsräume der Jugendlichen kommen im Erwachsenen-Mainstream an. Firmen und Politiker benutzen Facebook, Twitter und Snapchat für Werbe- und Wahlkampfbotschaften. Und der ehemals subversive Social-News-Aggregator Reddit wurde jüngst vom Verlagsriesen Condé Nast gekauft. Darum suchen sich Jugendliche wie Anton immer kleinere Nischen. Inzwischen nutzt er vor allem Plattformen wie HugeLOL. Bilderseiten mit eigenen Sprachcodes, eigenen Witzen und eigenen Memes, die nur versteht, wer dazugehört. Die Digitalentsprechungen der Schulhofklicken. Dieser Geheimclub-Charakter ist spannend. Das heißt im Umkehrschluss, wird eine Seite zu bekannt, wird sie uninteressant. 9gag ist irgendwann sehr uncool geworden, weil es viel zu viele Nutzer hatte. Das Besondere daran ist, dass dadurch, dass die Nutzer sich irgendwann wiedererkennen, weil sie ziemlich viel posten, eine Gemeinschaft entsteht. Und man sich dann da auch über sein Leben austauschen kann und es halt ein Bereich ist, wo andere Leute aus dem Privatleben keinen Zugang zu haben und die Anonymität spielt da natürlich eine ziemlich wichtige Rolle. Eine coole Gruppe, bunte Bilder, Geschwindigkeit und eine Welt, zu der Eltern keinen Zugang haben. Eigentlich haben sich die Vorlieben der Jugendlichen gar nicht so stark verändert. Neu ist, dass die Alten jung sein wollen, Skateboard fahren, Hip-Hop hören und sich Snapchat aneignen. Doch bis sie kapiert haben, wie das funktioniert, sind die Jugendlichen schon längst wieder ganz woanders unterwegs im Netz.